Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Tag 6 auf der Mein Schiff Herz. Heute ist unser dritter Seetag. Hüschen geht jetzt in, wie heißt es? Powerplate. Weil wir haben verpennt. Wir mussten nämlich die Uhr umstellen heute Nacht von 2 auf 3 Uhr, weil wir in die griechische Zeitzone fahren. Ja. Und wir haben es vergessen. Jetzt habe ich aus Kulanz ein bisschen später bekommen, jetzt tue ich da mal hin. Und danach treffe ich mich mit den Püffchens wieder. Frühstücken. Gucken wir mal, was der Tag so bringt, ne? Es ist angenehmes Wetter. Ja. So, die sind auch wach. Und wir sind hier jetzt wieder mitten auf dem Ozean. Und warten jetzt, dass das Püffi mit Sport fertig ist. Die ist quasi da hinten, geht's rein zum Sportstudio. Und da warten wir jetzt, dass die kommt. Heute wird ein sehr schöner Tag, ist richtig angenehm warm schon. So, Frühstück ist angesagt. Lecky, lecky. Heute, wenn hier so steht, dass wir keinen Platz haben, müssen wir uns hier mal an so einen hohen Tisch platzieren. An so einen. Ein Bartisch. Ja. Ist doch nice. Ich bin der Pena. Die drehen alle durch. Aber du. Wir sind jetzt mal hier hinten an Deck zum Moggern. Oh Gott. Da steigt die Laune. Wir starten jetzt zu unserer täglichen Routine auf dem Mein Schiff Herz und nehmen euch mal mit. Unsere tägliche Morgenroutine startet mit dem Fieber messen. Muss jeder hier jeden Tag. Wir sitzen jetzt wieder am Pooldeck. Wir waren eben mal eine Runde in der Sauna. Das hat wieder richtig gut getan. Eigentlich darf man da drin ja nicht filmen, aber eine Sauna ist momentan außer Betrieb. Und die habe ich euch mal abgefilmt, wie wunderschön man dort sitzt. Ja? Genau, jetzt gehen wir ein bisschen hier an den Pool mit den Kiddies noch. Und unser anderes Video für euch noch ein bisschen gestalten. Ja. Ja. Ich zeige euch jetzt mal, wie es in der Sauna aussieht. Leute, wir sind jetzt in der Sauna und hier ist eine Kräutersauna und dann sitzt man da schön und hat genau einen Blick aufs Meer. Echt wunderschön. Hello. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. Hier bauen die übrigens schon auf für die White Party heute Abend. Oh, wow, wow, da wird wieder gebechert bis zum Gehtnimmermehr. So, wir haben uns jetzt mal hier in die Außenalsterbar gesetzt. Guckt mal bei diesem wunderschönen Blick. Das ist ganz hinten. Und da trinken wir jetzt einen Kaffee und einen alkoholfreien Cocktail und genießen unser Leben. Leute, übrigens, heute Abend gehen wir hier essen im Gosch Sylt. Im Fischrestaurant. Da gucken wir jetzt gerade mal, was es hier so gibt.
Wir rauchen jetzt noch eine. Hier wird schon fleißig das Pooldeck geschrubbt und aufgebaut. Da drüben seht ihr, es wird aufgebaut. Hier ist nämlich heute Abend die White Party. Alles in weiß. Mal sehen, wie das wird. Und wir fahren hier jetzt so langsam an den griechischen Inseln vorbei in Richtung Athen. Wir haben euch ja gesagt, wir wollen jetzt mal das Sylt Gosh noch testen. Das ist ein Fischlokal hier an Bord und ist auch im Preis mit drin. Und das probieren wir jetzt mal noch aus. So, wir sitzen im Gosh Sylt und hier ist auch very nice gedeckt. Guckt mal hier, das Besteck. Hier ist mal so ein kleiner Einblick in die Karte, die es hier gibt. Also es ist wirklich nur so exklusive Sachen sind zu bezahlen. Alles andere ist inklusive. Unsere Vorspeise kam. Püffchen hat einen Blattsalat mit Schokoladendressing. Dankeschön. Die Mara hat einen Salat mit Nordseekrabben. Der Mili hat einen Blattsalat mit Schokoladendressing. Und ich habe ein Schwarzbrot mit Räucherlachs. Und wir haben ganz tollen Sonnenuntergang. Leute, den können wir hier genießen. Hauptspeise ist angekommen. Was ist das, was du hast? Nordseekrabben und Bratkartoffeln. Die Mara hat Garnelen. Ist das in Knoblauchsoße? Nee, Sauerkraut. Sauercream und Baguette. Der Mili hat Röstkartoffeln mit Sauercream. Und ich habe Backfisch mit Röstkartoffeln und Remoulade. So Leute, das Essen war gut. Den anderen hat es jetzt nicht so gemundet, aber war in Ordnung. Und jetzt guckt mal, wie schön es erleuchtet hier schon ist. Heute ist ja die White Night Party hier am Pooldeck mit Schokofrüchte-Buffet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also hier gibt es erstmal was zu saufen. Guckt euch das mal bitte an. Wahnsinn. Krass. Das ist ja wohl mal krass. Euch das an. Wahnsinn. Was Tonnen Früchte. Also, das sieht ja wohl mal richtig geil aus. Habe ich noch nie gesehen. Krass, richtig krass. Ja. Mal sehen, wie die Leute sich verhalten. Wahrscheinlich wie die Hyänen sich draufstürzen und alles zerreißen. Ja. So Leute, die Party ist am Starten und es ist mächtig was los. Kalispera. Und herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer White Night Pool.
sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Wir sind jetzt noch auf einem kleinen Absacker. Hier. Draußen war so guckt kalt, mal übrigens, Leute, wie schön die das machen. In die Schaubar gegangen. Hier spielt auch noch eine Band. Die machen jetzt gerade Pause. Bei der White Party war es langsam ein bisschen fresh. Ja, und tote Hose. Aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Also es war richtig toll. Leider von vielen Menschen nicht so gewürdigt worden. Ja. Leute, jetzt haben wir nur noch 3 Tage. 3 Tage Griechenland. Dann geht's schon wieder nach Hause. Leider. Ging viel zu schnell rum. Jetzt hoffen wir, dass wir noch richtig schönes Wetter die nächsten Tage haben. Dankeschön. Danke. Und ja, sind wir mal gespannt, ne? Wir haben gerade Nüsse an den Tisch gebracht. Übrigens auch immer hier zum Getränk gibt's so ein Gläschen Nüsse. Ja, wir genießen jetzt noch unseren Restabend hier. On my eyes, creatures in my bedroom at night. So Leute, jetzt sind wir in der Kabine angekommen. Jetzt geht's in die HR. Schönen Tag gehabt. Weiter für euch geht's nächste Woche Sonntag mit unserem nächsten Tag. Und da ankern wir in Piräus bei Athen. Und unser erster Halt in Griechenland. Ja. Yeah. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis nächste Woche. Bye, bye.